1519 gab es einen Kampf gegen die Kriminalität im Ort Winschgau im Südtirol. Jedoch hat das Rechtssystem nicht versagt und die Verantwortlichen wurden zur Rechenschaft gezogen. Und so begann das Gerichtsverfahren gegen die Wühlmäuse. Diese sind trotz Aufforderung nicht zum Gerichtstermin gekommen und so musste der Verteidiger sie alleine repräsentieren. Dass die Wühlmäuse verloren haben, schockt wohl niemanden. Die mussten dann den Ort verlassen, mit Ausnahme von schwangeren Wühlmäusen. Die hatten 14 Tage länger Zeit. Man möchte ja nicht unmenschlich sein.